Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und immer auf der Suche nach dem neuen Weihnachtsbaum. Also ich habe ihn noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den jetzt schon gibt oder vielleicht doch nicht gibt. Aber ich glaube, das sind so die normalen Bäume hier und das sind noch die alten Weihnachtsbäume. Ich habe hier eigentlich mit vielen Accounts auch wirklich jeden Weihnachtsbaum. Also natürlich nicht die ersten von 2012 und 2013, da ich dort die Spiel ja noch nicht gespielt habe. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich bin mal gespannt, wann der denn reinkommt ins Spiel, beziehungsweise ob er denn überhaupt reinkommt ins Spiel. Man hat ja schon ziemlich viele Sachen hier rumstehen, ne? Ich meine, bei Basti muss ich ganz klar sagen, da sind auch einige Sachen so ein bisschen gewachsen. Also wirklich, die Reihe hier unten ist echt gewachsen. Die ist nicht irgendwie mit Schaufeln oder so gemacht worden. Ich wollte eigentlich diesen Baum schon mal wegsetzen, dass ich da noch wieder ein paar mehr von den ollen Büschen hier hinpflanzen. Dann hat man es auch mal ein bisschen schick. Ich bin ja nicht so der Housing-Fan hier, was Clash of Clans angeht. Aber ihr habt es im Thumbnail gesehen und auch im Text gelesen. Das Update 2020 Dezember naht mit ganz, ganz großen Schritten. Heute kamen der erste Sneak, den ich auch kurz mal mit euch besprechen möchte. Beziehungsweise, ich möchte nur kurz mal drauf eingehen. Wir machen natürlich gleich auch ein bisschen was Praktisches, aber kommt bald. Das ist schon ein cooler Spruch, kommt bald. Es kommt bald, hey Häuptling. Wir hoffen, du hattest einen guten Start in den Dezember. Ja, der Start ist ja nicht so gelungen jetzt. Viele haben ja mit dem Lockdown gestartet und nicht andersrum. Um den Monat gut zu beginnen, haben wir einige Neuigkeiten. Ein brandneuer Zauber kommt ab Rathaus 11, neue Level für Rathaus 13, eine Fülle von Verbesserungen der Lebensqualität und vieles mehr. Es wird schon wieder so ein kleines, großes Update, hätte ich mal fast so gesagt. Neuer Zauber. Ein Unsichtbarkeitszauber. Ich glaube, der wurde ja auch schon so halbwegs geleakt. Der unsichtbare Zauber ist ein brandneuer Zauber, der freigeschaltet wird, wenn du die Zauberfabrik auf Level 6 hast, ab Rathaus Level 11 also. Beziehungsweise man muss sie dann verbessern, ne? Oder ist die eigentlich sowieso so weit? Rathaus Level. Was muss man haben? Wenn du die Zauberfabrik auf Level 6 hast. Zauberfabrik auf Level 6. Auf welchem Level sind die denn eigentlich alle hier? Oh, die ist auf Level 5. Ist das ein dunkler Zauber? Ist das ein dunkler Zauber? Die ist auf 5 und die hier ist auf 5. Aha, also muss sie muss in jedem Fall hoch, alles klar. Sie muss in jedem Fall hoch bei Rathaus Level 13, die anderen werden das ja auch wahrscheinlich nicht haben, oder? Vermutlich nicht. Eine Fülle von... okay. Aber dieser Zauber ist nichts für zaghafte oder sanftmütige. Dieses zweischneidige Schwert wird deine Angriffsweise massiv verändern. Der Unsichtbarkeitszauber macht alles unsichtbar und wir meinen alles, inklusive feindlicher Verteidigung innerhalb seines Radius. Das heißt, mit Ausnahme von Belagerungsmaschinen und Mauern. Okay, jetzt eben hieß es nur alles und jetzt plötzlich doch nicht alles. Okay. Alle unsichtbar gemachten Einheiten können für die Dauer, in der sie sich innerhalb des Wirkungsbereichs nicht angegriffen werden. Flächenwirkung, Wohnraum 1, Branddauer 3 Minuten, Ziele. Boden und Luft. Neue Level. Es gibt die neuen Level. Also erstmal Zauberfabrik 6, verfügbar ab Rathaus Level 11, 7 Tage, 10 Zauberkapazität, okay. Freischaltung der Unsichtbarkeitszauber, da muss man gucken, so der ein oder andere Hammer muss da wahrscheinlich fallen. X-Bogen Level 8, auf Rathaus Level 13 wird das dann sein, Riesenbombe Level 7. Hier steht jetzt gerade nicht bei ab 11 sogar. Ah, okay, ab 11, das wird dann aber, der X-Bogen Level 8, der wird dann aber nicht... bei Rathaus 11 dann schon gehen, denke ich mal. Riesenbombe Level 7, Luftbomben nochmal. Und die königliche Gladiatorin macht 5 Level. Okay, 8 Tage Verbesserungsdauer. Das ist auch schon immer so ein kleiner Wort zum Sonntag. Und suchender Schild Level 5, macht halt ein bisschen mehr Schaden. Trefferpunkte auffüllen 2600, Anzahl der Ziele 4. Aber es kommt noch eine coole Änderung, was überhaupt die Helden angeht in diesem Spiel. Es gibt ein paar Änderungen. Ich mag übrigens diese Farbe hier, muss ich sagen, wo das Änderung im Spiel drin steht, dieses lila Pink. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist sehr augenfreundlich.
Kriege. Bei der Erstellung eines Freundschaftskrankes kannst du nun wählen, ob der Krieg ein oder zwei Angriffe pro Spiel erlaubt. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann kann es nicht mehr vorkommen, dass versehentlich doch noch ein zweiter Angriff gemacht wird, wenn das vorher festgelegt ist. Man darf nur einmal angreifen in Freundschaftsklankriegen. Das macht es den ganzen Turnieren vor allen Dingen etwas einfacher. Balanceänderung, das habe ich mir schon immer gewünscht, dass das Streukatapult nicht nur 3,036 Sekunden DPS hat oder SPS hat, sondern 3,228. Das habe ich schon immer gewollt und gewusst, dass das kommt. Okay. Ihr wisst, was ich meine. Level 1, die Trefferpunkte wurden ein bisschen erhöht. Und von Level 2, oh, heieiei. Das ist eine heftige Änderung. 600 HP mehr und auf Level 2 sogar auch 700 HP mehr. Das ist viel, Leute. Das muss man erstmal runterklopfen. Donnerwetter. Wenn die Fähigkeit eines Helden am Ende eines Kampfes ungenutzt bleibt, das kennt ihr bestimmt, ihr wollt euren Gegner peinigen und zündet den Helden am Ende nicht, auch wenn er schon so ein bisschen runtergeschossen wurde, dann ungenutzt bleibt, dann heilt der Held die Menge an HP, die er normalerweise durch den Einsatz seiner Fähigkeit zurückgehalten hätte. Also auch wenn man es mal vergisst, wird er dadurch geheilt und dadurch ist die Regenerationszeit kürzer. Das meinte ich jetzt eben zu der Sache mit den Helden. Endlich können auch Mauerstücke im Heimatdorf mit anderen Mauersegmenten ausgetauscht werden, genau wie Gebäude und Fallen. Das hat dann sicherlich den Charme, dass du vielleicht mal auf einer gewissen Flanke deine etwas besseren Mauern haben möchtest und im anderen Segment deines Dorfes eine schwächere Mauer. Ne? Dann kann man die Mauern 1:1 austauschen und muss die nicht immer so hin und her tauschen. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Das hat mich auch öfter mal gestört. Kanonenwagen werden nach dem Rückstoß erneut zielen, wenn ihr Ziel nicht mehr in Reichweite ist. Ja, das sieht im Moment ein bisschen krüppelig aus, dass die da so mitten im Feld stehen und dann so piff, piff, piff kaputt. Ist sicherlich nur so ein bisschen Schmuck am Nachthemd, weil sie zielen ja nur und auch wenn nichts mehr in Reichweite ist. Saison heraus. Ach ne, halt. Einheiten. Oh, das ist eine coole Änderung. Einheiten verfügen jetzt über eine genaue Berechnung der Sichtlinie, die ihnen bei der Wegführung hilft. Und demnächst brauchen wir mindestens ein iPhone 12 Pro, um diese Berechnung auch durchführen zu können. Hätte ich mal fast gesagt. Kann es sein, dass dadurch so ein bisschen so das eine oder andere Handy jetzt in die Knie geht, weil jede Einheit jetzt eigene KI-Berechnungen hat der Sichtlinie? Ich weiß es nicht so genau. Das fiel mir nur so ein bisschen so auf, ja? Die Saisonherausforderung. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden, 5 Juwelen statt einer Ressourcenbelohnung zu erhalten. Die haben auf mich gehört. Ja, sie haben auf mich gehört. Endlich gibt es dafür wenigstens 5 Juwelen. Wenn also die Mille aus dem Pass nicht mehr bei dir reingeht. Das ist genau das, was ich mir schon seit, ich wollte gerade sagen, Jahren wünsche, seitdem es halt den Pass gibt, dass es dafür auch irgendetwas gibt. Weil angefangen hat das Ganze ja bei den Belohnungen der Clanspiele, dass wenn du dort was nicht hast oder hast halt überall 5 Tränke drin, dann kannst du dafür Gems nehmen oder halt im Deutschen Juwelen. Finde ich sehr, sehr gut. Die Anforderungen für einige Aufgaben der Bauarbeiter saßen, Clanspielen und Saison heraus wurden reduziert. Okay, noch leichter, okay. Naja, um sie ein bisschen in Einklang zu bringen, alles klar. Die Belohnungsstraße der Saisonherausforderung verfügt jetzt über Schnellzugriffszeiten, finde ich auch sehr gut. Oder Schaltflächen, finde ich auch sehr gut, denn dieses elendige Hin- und Hergescrolle, was habe ich jetzt schon abgeholt, was nicht, ist doch sehr, ja, ist manchmal ein bisschen nervig, immer vor, zurück. So hast du jetzt direkten Zugriff mit Schnellzugriffsschaltflächen, um eine einfache Navigation zu erlauben. Die Supercell-ID. Junge Spieler können jetzt eine Supercell-ID für ihr Konto erstellen, indem sie die E-Mail-Adresse eines vertrauenswürdigen Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten angeben. Okay, das ist mal wieder so ein Punkt, den Supercell nicht kontrollieren kann. Das geht ja nicht. Ich meine, wenn jetzt der 6-Jährige irgendeine E-Mail-Adresse angibt, wie soll Supercell das kontrollieren, ob das eine vertrauenswürdige Erwachsenenperson ist, der erziehungsberechtigt ist? Also das ist mal wieder so ein Punkt hier. Ihr wisst ja, die Supercell-ID und ich, wir sind sowieso gute Freunde. Und das ist mal wieder so ein Punkt, den kreide ich den an. Ich meine, was soll das? Ja, frage ich euch jetzt mal. Schreibt mal in die Kommentare, was soll das? Mit dieser Sache. Vielleicht natürlich, wenn es um Wiederherstellung geht, dass man dann sagt, welche E-Mail-Adresse hat denn dein erziehungsberechtigter Erwachsener? Ja?
könnte ich mir dann vorstellen. Okay, da macht es dann Sinn, aber alles andere wird keinen Sinn machen. Sonstiges. Dem Ingame-Shop wurde ein neuer Reiter hinzugefügt, auf der du alle permanent verfügbaren Kosmetikprodukte wie Heldenskins finden kannst. Finde ich auch gut, die sind ja im Moment so ein bisschen verteilt. Sobald diese für Juwelen erhältbar sind, einige sind ja schon für Juwelen erhaltbar oder erhältlich. Und so sind die ja dann jetzt auch in zentraler Stelle im Shop gelandet. Und das ist noch nicht alles. Dann die bevorstehenden Änderungen sollte ich jetzt schon auf das Dezember-Update einstimmen. Ich bin eingestimmt, Leute. Deswegen machen wir jetzt auch mal, ich würde sagen, wir machen auch mal einen Angriff, oder? Okay, ja, ich bin aktuell hier auf dem Rathaus 11. Da weiß ich auch mal wieder nicht, was ich hier eigentlich mache. Ich würde natürlich gerne noch einen Helden leveln. Ich habe ja noch zwei Helden Level zu machen hier bei dem King eigentlich. Wo ist denn eigentlich der King hier? Wo ist mein King? Ah ne, 46, 4 Level sogar. Könnte ich jetzt auch machen. Allerdings habe ich kein Heldenbuch. Denn ich habe das ja total versäumt, mit denen hier mal überhaupt die Pässe durchzuspielen im letzten Monat. Das soll mir diesen Monat nicht nochmal passieren, denn ist ja auch der letzte Pass in diesem Jahr. Und deswegen spiele ich hier im Moment ein bisschen vermehrt. Gestern habe ich unheimlich viel gespielt, muss ich sagen. Da habe ich echt viel geschafft. Okay, Dunkles brauche ich jetzt nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so nehmen würdet jetzt als Rathaus 11 in der laufenden Liga. Also alles das, was so geht. Man kann ja nur 4 Truppen haben. Würdet ihr die Barbaren nehmen oder vielleicht doch mal die super Bogenschützen oder doch lieber den Klassiker, das rollende Fass. Oh, der ist nett, der ist abgefarmt und ist auch nur ein 1er Rathaus. Ne? Ja. Ist auch nur ein 1er Rathaus. Den nehmen wir mal mit, dann brauche ich auch das Zeug nicht hier. Das ist ja jetzt ganz schlau, Toto. Was blitzen wir denn jetzt weg hier? Ist ja eh alles kaputt. Okay. Was kann man hier jetzt wegblitzen, damit es nicht so weh tut? Ich würde sagen, hier unten so ein bisschen den Flächenschaden, Bombenturm und Magierturm. Das Ganze können wir hier auf der Seite auch machen. Und dann haben wir zwar noch ein bisschen was offen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe ein paar Mauerbrecher dabei, perfekt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und den Rest nehmen wir hier in der Mitte. Wir haben hier ein paar Bowler drin, perfekt, sehr schick, Leute. So muss das gehen. So, meine Mauerbrecher, mal sehen, wo die so hinlaufen. Wir brauchen ja eigentlich tatsächlich mal wieder nicht in die Mitte, wie immer. Wie immer brauchen wir nicht in die Mitte, sondern können uns hier ganz auf das Äußere konzentrieren. Sehr witzig, wie der Toto das sagt, wir können uns aufs Äußere konzentrieren, alles klar. Okay, dann gehen wir hier aber trotzdem nochmal. Ah, die wollen jetzt doch so ein bisschen Richtung Rathaus rein. Alles Chlor. Das schießt natürlich gleich auch ein bisschen. Deswegen haben wir jetzt schon mal eben die Unverwundbarkeit hier genommen. Oh, hier ist eine Queen, die ballert dort. Die machen wir da. Endlich nehme ich mal den Gift. Ich nehme ja auch manchmal, ich vergesse manchmal so beim Farmen immer auch mal gerne den Giftzauber zu nehmen. Jetzt habe ich ihn aber endlich mal genommen und so haben wir den ganz gut weggefarmt. Hier, ja, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den bevorstehenden Updates jetzt schon mal haltet. Also so kleine Vorfreude. Ist das so Vorfreude auf einen, ich weiß ja nicht, wann es kommt, Nikolaustag oder sowas? Oder sagt ihr eher, naja, das sind E-Punkte, die sind überfällig. Da kommt ja nicht wirklich bahnbrechendes Neues. Natürlich kommt nichts bahnbrechendes Neues, aber ich finde gerade die Lebensqualitätsverbesserung hier in Clash of Clans sehr gut. Das heißt, man macht sich Gedanken, man hört auf die Community. Wenn es von dort aus sinnvolle Vorschläge gibt. Und das finde ich eigentlich immer, das kann man auch mal honorieren. Ja, man muss ja nicht immer nur das Neue honorieren und den Entwickler feiern. So nach dem Motto, hey, lass mal was machen, beziehungsweise schön, dass er das macht. Sondern man kann natürlich auch einfach mal sagen, Mensch, schön, dass er das endlich bringt und dass es vielleicht ein cooles Update gibt. Okay, Leute, ich denke mal, das war's. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht von euch. Ich hoffe, ihr habt einen guten Ligastart und kommt so gut in die Liga rein, wie ich es jetzt noch nicht weiß. Ich freue mich in jedem Fall auf das Update, also auf die Verbesserung und die Verschlimmbesserung und was da dann auch alles kommt. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, ab in die Kommis und bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und so weiter. Euer Toto. Flasht.